Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Und zwar haben wir euch heute Carrera Profi RC, ein ja recht hochwertiges ferngesteuertes Fahrzeug von Carrera an den Start gebracht. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ihr seht schon, es ist recht groß. In echt wirkt es übrigens noch größer. Und wir schauen uns erstmal, bevor wir es auspacken, die Spezifikationen an. Ihr seht hier schon, 50 km/h erreicht das Fahrzeug. Das ist sehr schnell, finde ich, für ein akkugetriebenes Fahrzeug. Wir haben hier Full Metal Gear. Ja, 2,4 GHz ist die Funkfrequenz. Maßstab 1 zu 18. Hier haben wir einen QR-Code für ein Video. Das brauchen wir jetzt nicht. Das Teil ist Allrad angetrieben. Ihr seht hier ölgedämpfte Stoßdämpfer, beziehungsweise Stoßdämpfer mit Öl. Das ist auch schon was Besseres, finde ich, in dem Segment. Dann haben wir hier inklusive Akku und hier die Laufzeit bis zu 15 Minuten. Dann schauen wir natürlich auch mal auf die Seite. Hier seht ihr nochmal die 2,4 GHz Technologie. Störungsfrei, da frequenzunabhängig bis zu 16 Fahrzeuge parallel möglich. Ja, hier seht ihr auch nochmal ein paar schöne Bilder. Hier das Getriebe, das Fahrzeug ohne Chassis, hier auch noch ein paar schöne Getriebeaufnahmen. Also ihr seht, hier wurde auch Metall verarbeitet und nicht lediglich Kunststoff. Das finde ich schon mal gut. Ja, und hier schauen wir jetzt auch mal rein. Hier ist nämlich nochmal alles Wesentliche aufgeführt. Ready to run inklusive zwei AA-Batterien. Dann, wie gesagt, 50 km/h. Akku ist dabei, USB-Turboladegerät. Ladezeit ist 60 Minuten. Entschuldigung, 80. Sorry, habe mich etwas verlesen. 2,4 GHz. Dann haben wir 360 Grad stufenlos fahren und lenken, Luftreifen, Metallgetriebe, vollgefedertes Fahrwerk, Karosserie aus flexiblem Spezialkunststoff, Allradantrieb, Öldruckstoßdämpfer, hier hat mir das Fachwort vorhin gefehlt, und hier haben wir noch Spritzwasser geschützt auf nassem Untergrund. Ja, das hört sich schon mal ganz gut an. Dann packen wir es jetzt auch direkt mal aus. Ich habe hier schon mein Unboxing-Skalpell bereitgelegt. Wir öffnen die Siegel bzw. Tesafilm-Aufkleber hier und befreien das Auto mal aus seiner Verpackung. So. Hier haben wir auch noch ein bisschen was drin. Also der Umfang ist recht groß. Moment. So, bevor wir jetzt hier das Auto rausholen und laden und so weiter, schauen wir erstmal, was es hier so gibt. Hier haben wir schon mal, ja, wie erwähnt, den Akku. Ich finde übrigens das etwas uncool gemacht hier. Einfach so mit Tesa dran geklebt. Wirkt so auf mich, als wäre das Teil schon mal benutzt worden. Keine Neuware, sondern ja, so Amazon Warehouse-mäßig. Also hier, wie gesagt, der Akku, wenn wir gleich einbauen. Dann haben wir hier noch zwei Batterien für die Fernbedienung. Hier haben wir ein, ja, ein Werkstatt-Tool, nenne ich es mal. Komm raus. So, ups. Ihr seht es hier. Auch cool. So, Fernbedienungsbatterien. Da haben wir die beiden hier. Und hier ist noch, nehme ich an, das USB-Ladegerät drin. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Lassen wir mal hier. So, dann haben wir hier noch eine Anleitung. Auch die ist jetzt nicht unbedingt relevant für uns. Wir schauen uns jetzt erstmal das Fahrzeug an. Ich vermute, das ist hier festgemacht, ja, wie so oft in dem Bereich mit diesen Dingern hier. So, da kommt es uns auch schon entgegen. Ich habe mal ein bisschen rangezoomt für euch. Also die Reifen, wie schon auf der Verpackung angekündigt, sind mit Luft. Das ist ziemlich cool, finde ich. Dann die Stoßdämpfer, das merkt man auch, dass man hier
etwas Höherwertiges hat. Ja, das Ganze wirkt sehr robust, finde ich. Also schon stabiles Plastik. Ja, ihr seht das Teil hier nochmal. Die Details sind ganz nett gemacht, aber natürlich Highlight ist hier das Fahrverhalten. Luftreifen, also hier kann man schön reindrücken, dann das Fahrwerk. Man spürt so richtig die Ölfederung. Ja, das hier ist die entsprechende Fernbedienung. Hier stufenlos regelbar. Auch hier ein sehr cooles Gimmick, dass wir hier einen Reifen haben. Ja, und der ist mit so Hartschaum, also auch weich, das fühlt sich cool an. Finde ich ganz gut. Dann haben wir hier noch links und rechts wahrscheinlich Einstellungen des Lenkgetriebes, aber muss ich erst noch ausprobieren. Hier den An- und Ausschalter. Ja, natürlich schon stark aus Kunststoff. Nicht ganz so mega hochwertig, aber ich denke, es langt. Und ich setze mal Akku und Batterien ein und dann drehen wir direkt mal eine Runde. Ja, zum Inbetriebnehmen gibt es hier vorne und hier hinten einen Stift zum Rausziehen. Dann kann man das Chassis abnehmen, den Akku verbinden und hier gibt es dann einen An- und Ausschalter. Ja, dann kann man direkt starten. Die Fernbedienung benötigt halt auch die noch die Batterie. Aber das ist ja kein Hexenwerk. Ja, ihr seht schon. Also die Lenkung funktioniert stufenlos. Ja, ich kann das Teil im Moment draußen nicht so gut testen. Es ist ja Schneewetter bei uns. Aber wir können hier ein bisschen auf dem Boden rumfahren. Und ihr seht schon, hier geht schon einiges. Also mein Fazit, ein sehr cooles RC-Fahrzeug, preislich ungefähr bei 115 Euro. Amazon-Link wie immer in der Beschreibung. Ja, und ich verabschiede mich für diesen Tag, für dieses Video und werde noch ein bisschen Spaß haben.